Den Frauen im Mittelalter ging es besser, als wir denken. Zweiter Teil. Was ist überhaupt das Mittelalter? Gemeinhin teilen wir das Mittelalter in drei Abschnitte, ein frühes, hohes und spätes Mittelalter. Wir strecken sich vom Ende der Antike, 5. Jahrhundert nach Christus, bis zum Beginn der Neuzeit, 15. Jahrhundert nach Christus. Dabei gibt es, was Beginn und Ende der gesamten Epoche angeht, verschiedene Ansichten. Das Frühmittelalter erstreckt sich in etwa vom 5. 6. bis zum 10. Jahrhundert. Es handelt sich um eine Zeit des politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Wandels und keinesfalls, wie früher auch suggeriert, um eine finstere, rückständige Epoche. Schon sehr im Mittelpunkt standen die Christianisierung und die Abkehr von alten heidnischen Göttern, aber auch die westlichen antiken Reiche zerfielen und wurden neu geordnet. Hochmittelalter nennen wir in etwa die Zeit zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert. Es war die Blütezeit des Richtertums, des Lebenswesens und auch des Minnesangs, also der Dinge, die uns aus dem Geschichtsunterricht wohl allen am meisten im Gedächtnis geblieben sind. Aber auch der Investiturstreit, Machtkampf zwischen weltlicher und geistlicher Macht, sowie die Kreuzzüge fallen in diese Zeitspanne. Zwischen etwa 1300 und 1500 liegt das späte Mittelalter. In diesen Jahrhunderten verloren die Königreiche bzw. ihre Herrscher an Macht, während weltliche und geistliche Landesherren erstarkten. Das Bürgertum gewann ebenso wie die Handwerker zunehmend. Der Prozess begann schon im ausgehenden Hochmittelalter an Einfluss und forderte mehr und mehr Selbstbestimmung, speziell in den Städten. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Sturz der Geschlechter, Adel im Kölner Stadtrat ab 1395 und der darauf folgende Verbundbrief, der den Patriziern Gaufmann, Zusammenschlüsse des 5. und den darin zusammengeschlossenen Kaufleuten und Handwerkern weit mehr Macht in der Stadtregierung zuließ. Neben dem Bürgertum gewann auch die Geldwirtschaft zunehmend an Wichtigkeit und ausgehend von Italien entstanden unter anderem die ersten Banken. Aber auch Bildung, Kunst und Wissenschaft erlangten einen Aufschwung im späten Mittelalter. Die ersten Universitäten wurden bereits im Hochmittelalter gegründet, Paris, Bologna, weitere Köln, Prag und so weiter folgten nun. Wissenschaft und Philosophie rückten mehr und mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit und für Künste gab es mannigfaltige neue Betätigungsbereiche. Wo sich die Kunst, speziell die Malerei, zuvor auf kirchliche Motive beschränkt hatte, gab es nun ausgehend vom Erstarken des Bürgertums ganz neue Möglichkeiten, private Bildnisse anfertigen zu lassen. Die Wirtschaft boomte im späten Mittelalter, würden wir heute sagen. Auch hier waren das erstarkende Bürgertum und die Geldwirtschaft treibende Kräfte, ebenso wie die neu entstandenen Städtebünde, wie zum Beispiel die Hanse, die zu großer Macht gelangten und den Handel weltweit voranbrachten. Nicht vergessen darf man aber auch die großen Pestkatastrophen, die ebenfalls in das späte Mittelalter fielen und denen verheerende Ausmaße mitunter auch mit den eben genannten erstarkenden Handelsbewegungen, Beziehungen und der wachsenden Mobilität der Menschen zusammenhängen. Die Frau im Mittelalter gibt es nicht. Schon anhand dieser Aufzählung dürfte man auch klar sein, dass man innerhalb dieser wechselhaften rund 1000 Jahre schwerlich von der Frau im Mittelalter reden kann. Ihre Rolle bzw. ihre Aufgaben, Lebenswelt und Rechtssituation unterscheiden sich gravierend, ob sie nur im 9. oder im 14. Jahrhundert gelebt hat und dazwischen auch noch einmal in vielfältiger Weise. Und nicht nur das, man muss stets im Auge behalten, welchem Stand eine Frau angehörte. War sie eine Tochter des Stammes oder im 7. Jahrhundert, eine leibeigene Bäuerin im 11. Jahrhundert, eine Äbtissin im 12. Jahrhundert, eine Adelige im 13. oder eine Bürgerstochter im Jahr 1400, war sie Nonne, Begine, Ehefrau, jüngste oder älteste Tochter eines Patriziers, Marketenderin oder Dirne, Tagelöhnerin oder Hebamme und so weiter. Die Kombinationsmöglichkeiten sind fast unendlich.